So, guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder in Essen und zwar es ist wieder Messezeit. Nein, es ist leider noch nicht Dezember und die Essen Motor Show steht an. Wir sind heute bei der Techno Klassiker. 2 Jahre ausgefallen, dieses Jahr findet sie wieder statt. Extrem groß, wird von wirklich vielen unterschätzt. Ich glaube knapp 200.000 Besucher. Im Vergleich dazu, die Essen Motor Show hatte früher immer so 350.000 Zuschauer, damit da so ein bisschen eine Größenordnung bekommt. Und ich glaube generell die Thematik Oldtimer, passend zu dem Alter der, ich sag jetzt mal, Tuning-Begeisterten, die werden auch immer älter. Deswegen glaube ich auch, dass definitiv die Oldtimer auch immer beliebter werden. So, deswegen sind wir heute da. Wir wollen auf jeden Fall mal gucken, was auf so einer Oldtimer-Messe so geht. Ob wir irgendwas in Richtung Tuning finden, was natürlich ein bisschen schwerer wird hier, weil es ist definitiv ein bisschen eine elitärere Messe gegenüber der Essen Motor Show. Das Ganze wird übrigens veranstaltet von der SIA. Vielen Dank für die Einladung an der Stelle. Wir hatten sogar kurzzeitig drüber nachgedacht, seitens ALUS auch einen Stand hier zu machen auf der Techno Klassiker. Und war jetzt dann doch alles zu spontan, zu unsicher, Autos nicht fertig und so weiter. Musste ich gerade überlegen, Oldtimer. Messe, ja, ein paar Oldtimer haben wir. Aber ich würde sagen, als allererstes gehen wir jetzt mal ins Hotel und gehen mit Selim erstmal frühstücken, so wie sich das gehört. Ja, der Selim verschläft mal wieder scheinbar. Ich wollte gerade fragen, ob du noch schläfst. Tja, ist tatsächlich ein Fahrstuhl schon. Jetzt muss man bei Selim dazu sagen, dass es also mit die pünktlichste Person, die ich eigentlich kenne. Eigentlich haben wir ihm auch 7:30 gesagt, da hat 7:30 nicht geklappt, deswegen, ja. Da ist er! Na? Man sieht, das ist Oldtimer-Messe, wenn du hier mit einem Ledermäppchen ankommst, ne? Vintage! Gut hergekommen? Hi! Moin. Alles klar? Ja, sicher, sicher. Entspannt. Gehen wir was essen? Ich habe gerade schon gesagt, du bist eine der pünktlichsten Personen, die ich eigentlich mal kenne. Ja. Und wir natürlich wieder zu spät, wenn wir eigentlich um 7:30 hier sein sollten. Ja, alles gut. Entspannt. Wie waren die ersten Tage? Sehr gut. Gut. Von den Besucherzahlen, glaube ich, wird es am Wochenende stärker. Mhm. Das war beim Aufbautag schon stark. Da hast du halt gemerkt, dass die Leute so die Preise abchecken wollten, ne, und sich so ein bisschen umgucken. Gestern fand ich es ein bisschen mau. Aber ich glaube, heute und das Wochenende an sich wird stärker. Ich habe schon gesagt, knapp 200.000 Zuschauer, ne? Kommen wir mal jetzt Oldtimer-Messe. Ja, zumal 2 Jahre halt nicht stattgefunden. Ne? Deswegen, man weiß gerade nicht, wie es sich verhalten wird. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir rechtzeitig drin sind. Aber ich würde sagen, einen schnellen Kaffee können wir auf jeden Fall noch ziehen hier, ne? Ja, klar. Ich muss ja sagen, eine Messe für mich, ohne Aussteller zu sein, ist so ein bisschen wie Urlaub. Mhm. Das ist angenehm, oder? Genau, ich kenne das gar nicht so einfach mal so jetzt, keinen Stress zu haben, so, keine Verantwortung, keine Pflichten, einfach nur jetzt entspannt über die Messe laufen, fertig. Ich finde immer, es ist angenehmer und du siehst einfach mal was. Als Aussteller siehst du leider nicht alles, weil du gar nicht die Zeit hast, wirklich mal in Ruhe über die Messe zu schlendern und auch mal... Und man hat halt einfach eine andere Aufgabe an dem Tag, ne? Du bist halt nicht Besucher, sondern du hast halt eine Aufgabe und der muss man dann nachgehen. Ja, das stimmt. Ja. Ich freue mich drauf. Ich würde sagen, ihr kriegt erstmal ein kleines Körnchen und dann gucken wir mal, was der Gebrauchtwagenmarkt so hergibt für heute. Los geht's. Ja, hallo, herzlich willkommen. Wir sind in der Halle 3, stellen wir dieses wunderschöne Auto aus. Das ist ein Original BMW 2002 Turbo, von null auf restauriert. Ikone, war sogar tatsächlich einer der ersten Turbolader bestückten Serienautos, frühe 70er. So siehst du die halt nie, ne? Erstmal ganz am Anfang, ihr seid schon immer auf der Techno Klassiker mit H&R, ne? Ja, genau.
Weil, ist das daraus entstanden, weil du einfach Bock auf Oldtimer hast? Oder? Nein, weit vor mir schon. Oder generell H&R schon immer Oldtimer-mäßig unterwegs gewesen? Weit vor mir schon. H&R, wir haben ja ein sehr großes Klassik-Programm und können natürlich viele Applikationen mit H-Zulassung darstellen und halt auch Ersatz-Sonderanfertigung für Oldtimer, zum Beispiel auch so Problematiken bei manchen Fahrzeugen. Gehen die Originalfedern kaputt, die gibt es dann nicht mehr. Wir können die nachfertigen, Stabilisatoren, das gleiche Problem. Stoßdämpfer natürlich auch, Ausrüstung. Und wir haben halt ein großes Klassikprogramm und deswegen gehört die Messe einfach zu uns. Ja. Ich sag's schon mal einmal vorweg, wir versuchen möglichst lange ohne Maske heute herumzulaufen. Noch ist es leer genug, dass wir hier Abstände wahren können. Ist halt leider nicht unsere Messe. Wenn es irgendwann zu voll wird, müssen wir eine Maske aufsetzen. Das heißt, voll restauriert, alles was geht? Also man muss zu dem Auto sagen, gibt es eine ganz kurze geile Geschichte. Sigi Wetzel, damals unser Hallennachbar in Hagen, hatte mehrere Garagen und war auch immer so ein Motorenspezi und hatte viele Oldtimer. Und wir wussten immer, was in welcher Garage steht, außer in einer. Hat er jahrelang immer geheim gehalten, hat auch nie einem erzählt, was in dieser einen besagten Garage steht. Irgendwann ist er dann leider an Krebs erkrankt. Und Sigi war so ein Typ, der ging immer um 20 Uhr schlafen. Und irgendwann rief er mich aber dann abends an, sagte, du musst mal vorbeikommen. Erzählte mir dann, dass er an Krebs erkrankt ist und sagte dann, ich wäre bereit, dir dieses Auto zu zeigen. Und ich weiß, H&R, du habt eine große Leidenschaft. Vielleicht ist das was für unseren Chef oder irgendjemand, der daran interessiert ist, dieses Auto aufzubauen. Ja, dann hat er die Garage aufgemacht, stand dieses Auto da drin. 31 Jahre, also 5 Jahre zurück. 31 Jahre stand das Auto unbewegt in dieser Garage und er hat mit mir die Garage aufgemacht und diese Garage wurde 15 Jahre lang nicht geöffnet. Er hat es einfach nie übers Herz gebracht, das Auto zu restaurieren. Damals mit einem Turboladerschaden bei 12.000 Kilometer, mit einem Turboladerschaden in die Garage geschoben, hatten ihm noch ein bisschen was geklaut, Spiegel waren geklaut, Stoßstange vorne war ein bisschen angeeckt, aber sonst war der Wagen in echt einem sehr guten Zustand. Und ja, er hat dann für sich selber eingesehen, dass er es zeitlich nicht mehr schafft und dann haben wir das Auto dann in Obhut genommen und haben den dann komplett einmal durchrestauriert. 12.000 Kilometer? Ja, krass. Also der vor Restauration 12.000 Kilometer, nach Restauration jetzt 50. Farbkombi so original? Alles original an dem Wie, Auto. 12, jetzt 50, so viele Kilometer schon gefahren seitdem? 50 Kilometer. Ach, 50 Kilometer? 50 Kilometer. Ach, ich dachte gerade 50.000 jetzt runter. Nee, dachte gerade, Alter, Chef, 38.000 Kilometer mit so einem Auto fahren. Nein, er wird nicht so viel damit fahren. Weil er sieht ja wirklich aus wie neu, ne? Der Auto ist wirklich wie neu. Also wenn du dir jetzt mal auch hier... Ist das Blech oder Plastik? Das sind Kunststofferweiterung, beziehungsweise GFK Kunststoff. Auch eine Motortechnik, also es wurde wirklich alles komplett gemacht, jede Schraube. Da muss man auch ganz klar ein großes Lob an die Jungs, BMW 02 Freunde Alfstedt. Das ist ein Club, an die muss man echt ein riesen Lob aussprechen. Also ich habe noch nie so perfektionistische Autoschrauber erlebt wie die Jungs, weil die kennen sich so dermaßen mit dieser Thematik aus. Die haben da wirklich ihr Herzblut dran gelassen und haben das Auto so perfekt auf die Beine gestellt. Unglaublich. Und das in einer wirklich sehr kurzen Zeit. Wie wichtig ist es bei dem Auto, das hier originalgetreu alles so zu machen? Ja gut, dieses Auto hat natürlich einen gewissen Gegenwert heutzutage. Ne? Also wir reden hier schon von einem sechsstelligen Betrag. Damals haben die Autos nichts gekostet. Ich denke mal sogar, also nicht 100.000, sondern eher ja, schon in Richtung 200.000, oder? Nein, das jetzt nicht. Also so realistisch, in dem perfekten Zustand irgendwas um 150, 170. 150, ich meine, du musst auch natürlich auch mal jemanden finden, der bereit ist, das Geld zu bezahlen. Aber ich sage dir, Wiederbeschaffung. Also wenn du das Auto jetzt so finden und in den Zustand bringen willst, bist du auf jeden Fall das Geld los. Ja, vor allem 0,2 Turbo überhaupt erstmal zu kriegen. Ja, du siehst ja so gut, die waren ja limitiert. Gab ja nur ein paar Dekor ist aber original so. Alles original. Muss man einmal Turbolader finden hier. Ja. Da ganz unten drin, ne? Ja. Krasser Zustand. Ein Merkmal von diesem Auto war die spiegelverkehrte Schrift. Vorne in der Stoßstange, das 2002 Turbo. Dass wenn du in deinem Auto sitzt, in den Rückspiegel guckst, kannst du es halt richtig lesen. Das waren halt noch geile Zeiten so, ne? Ja, brutal. Aber ich werde es auch als Kind nie vergessen, wenn du hinten auf der Rückspank saßt und halt dich immer umgedreht hast auf der Autobahn, weil noch irgendwelche Autos hinterher geflogen sind. Und auch ein großes Merkmal war, ich habe sogar die Schlüssel dabei, kann ich es euch mal zeigen. Nehmen wir mal hier rein. Film mal das Tacho. Das war ein Merkmal vom Turbo, diese rote Umrandung vom Tacho, dieser Tachorahmen. Das war immer das Turbo-Tacho. Und mit der Ladedruckanzeige in der Mitte. Wie viel PS hat so ein Ding? 170. Waren aber, muss man dazu sagen, keine vollgasfesten Autos. Ne? Echt nicht? Also nee, überhaupt nicht. Nein. Also die waren dafür bekannt, Temperatur, Autobahn, wenn du da irgendwie, weiß ich nicht, minutenlang Dauervollgas gemacht hast. Kaputt. Jetzt muss man dazu sagen, man sieht es schon von der Einspritzung her und so, ist das ja alles noch alte Technik. Ja, das war so mit das erste turbogetriebene Auto von BMW. Und das heißt, da regelt nichts, sondern ne? Da ist halt Vollgas, gib ihm. Ne? Genau.
Deswegen. Ja, du redest ja halt von frühen 70er Jahren. Ne? Ja, ja. Und dann hatten die hatten viele Probleme. Differential wurde immer zu heiß, wenn du irgendwie Dauervollgas gefahren bist. Ja, und das war auch der Grund, warum das Auto bei Sigi in die Garage gegangen ist. Der war immer so ein Heizer damals, hat er immer erzählt. Immer viel E30, M3 und sowas gefahren und 02s auch. Und hat dann den Turbolader kaputt gefahren. Wird aber noch gefahren, das Auto? Also, oder? Ich sag mal so, Christian glaube ich jetzt nicht, dass er damit Daily fahren wird. Ja, aber mich würde es wirklich mal interessieren, wie das mit so einer Kiste so erste, zweite Gang? Ich sagte wirklich, der Wagen fährt wie neu. Also ich war überrascht, wir haben den ja in die Halle reingefahren vom LKW. Die ganze Haptik, Getriebe, Lenkung, das Ding fühlt sich an wie neu. Ich meine, ist ja auch alles neu. Aber ich glaube nicht, dass einer es übers Herz bringen wird und da mal richtig Kapelle mitmacht. Ja, glaube ich nicht. Aber es wird tatsächlich doch voller, hätte ich gar nicht gedacht. Heute auf jeden Fall, ja. Ich würde sagen, wir nutzen auf jeden Fall die Zeit mal und laufen einfach mal ein bisschen rum hier. Ja. Was so geht. Auf jeden Fall geil. Ist zwar so gar nicht meine Baustelle, ja. Aber halt ultra selten. Ne? Darf ich offen reden? So ein Lotus Omega. Ich glaube, was hat der? 3,6 Liter oder so? 3,6 Liter Biturbo rein Sechszylinder. Für mich eines der geilsten Autos, die Opel je gebaut hat in Kooperation mit Lotus. Das Riesenproblem und jetzt halt die Frage, wenn ich offen reden darf. Du siehst so ein Auto nie fahren, weil die Technik war einfach scheiße. Ja. Die Dinger sind immer kaputt gegangen, die hatten immer Probleme, aber Auto ist echt eine Granate und super selten. Ja, vorhin gleich zwei Stück. Ja. Vorhin, das ja, ist so ein da habe ich sogar gefragt, der hier ist ein Schweizer, wurde schon mal nachlackiert, der ist ein Deutscher. Der wirkt sogar ein bisschen frischer, der hat sogar noch die Embleme vorne auf der Haube drauf, der wiederum nicht. Deswegen wirkt er von der Front, finde ich, so ein bisschen. Aber die Preise sind halt brutal. Der will haben, was will er, 85? 85. Ja, brutal. Flo. Jetzt muss man halt immer dazu sagen, man hat einen Vorteil hier auf der Techno Klassiker, du siehst halt wirklich alles. Ja, ja. Weil überleg mal in freier Wildbahn, wie lange man alleine nur durch die Gegend fahren muss, um nur die Autos so zu sehen, die man hier gar so nicht sieht. Ne? Hier sind Autos, die siehst du nie auf der Straße. Ja. Und hier sind auch Autos, die siehst du vielleicht, die hast du irgendwann mal auf einem Foto gesehen, dann stehen hier halt 10 Stück. Wann siehst du mal einen 300er SL auf der Straße? Ja, also bei uns tatsächlich fährt einmal einer durchs Dorf. Ja, echt jetzt? Okay, dann ist es echt selten. Aber hier stehen, glaube ich, 15 Stück. Ja, ja. Aber die fahren auch immer weniger. Ja. Auch so diese S-Klasse Coupés und sowas, ne, was es damals ja auch gab. Was ich halt brutal finde, ist der Golf 3. Ne? GTI 16V. Wenn du überlegst, die Autos hast du damals für 1.000er gekauft. Ja. Oder 3 oder sowas. Der will 30. Aber Zustand ist halt sehr gut, wenig gelaufen. Wenig gelaufen wäre für mich jetzt hier so 12.000 Kilometer. Ja, 70. Sind schon 70, also klar, ist jetzt nicht viel, aber ist jetzt auch gar nichts. Ne? Aber hier, das Ding auf Oldtimer-Messe. Ja, das ist hart. Wobei ich ja sagen muss, RS4 B7 Misano, rot, geile Farbe. Ja. Definitiv. Ja. Was auch, hat er eigentlich gelaufen? Auch selten. Ja, okay, ja, das ist dann halt zum Beispiel wenig gelaufen, 26.000. Ja, okay. 26.000 ist natürlich echt, aber halt auch 75.000 Euro, ne? Ja. 75. Wo ich geschockt war, war hier der E30, also nicht der M3, M3 Cabrio sowieso selten und limitiert, aber der 325. Mhm. Also ich kann mich erinnern, mein Vater, der hat es mir immer früher erzählt, die Autos wollte keiner haben. Die standen wirklich, die hast du gekauft, ne nicht der, das ist das M3 Cabrio, die waren limitiert, da gab es 900 und ein Stück von. Habe ich noch nie gesehen. Ne? Ja doch, ich meine, wie viel? Aber ohne M3 Motor dann? Nee, mit S14. Mit M3? Ja, ja, ist M3, klar. Ah, krass. 2,3 Liter. Nee, wusste ich echt nicht, dass das gab. Doch, die gab's. Die waren limitiert, unter 1000 Stück auf jeden Fall. Aber hammerhart ist das hier. 325i M-Technik 2, die hast du damals hinterhergeschmissen bekommen. Die haben nichts gekostet. Aber um dich kurz noch zu unterbrechen, 110.000 Euro, klar, ist natürlich viel Geld. Ja. Wenn man sich aber überlegt, was ein guter, ehrlicher M3 als E30 schon kostet, als normales Coupé, die kosten ja mittlerweile, wenn du wirklich einen richtig ehrlichen, guten kaufst, auch 70.000, 80.000 Euro, so in dem Dreh. Ja. Ne? So, dafür, dass es nur 900 Stück gab und das Ding wahrscheinlich unrestauriert einfach. Ja, und vor allem Vorbesitzer, ne? Ich glaube, das war einer von der damaligen MGmbH Mitgründer. Der hat das Auto wohl gefahren. Ja, aber hier Paradebeispiel. Autos, die haben damals nichts gekostet. Die hast du für 2.000, 3.000 Mark, Euro dann am Ende hinterhergeschmissen bekommen. 55. 55? Ja. 55 für nicht M3. Ja. Ist natürlich wahrscheinlich in der Farbe schwierig zu bekommen, ne? Ja, aber wir reden von einem 325i, ne? Also wir reden hier nicht von irgendwas Exorbitantem. Der hat nicht mal Ledersitze, der hat Sportsitze. Aber riecht halt immer wie ein Auto aus den 80ern, ja. Ne? Aber du darfst nicht vergessen, das ist nichts Limitiertes, nichts Außergewöhnliches. Ja, ich weiß, einfach von der Stange, ne? Das waren damals normale Autos. Das heißt, dann finde ich auch den im Verhältnis zu dem auf jeden Fall teuer. Wenn dafür, dass da nur 1.000 Stück oder so von gab, ne? Und der kostet hier die Hälfte. Ja, ja.
Ja, so zieht sich das hier durch. Vorkrieg, auch interessant. War für mich nie interessant, aber die Preise fallen gerade extrem. Echt? Ja, ja. Da gibt es auch eine riesen Diskussion gerade drüber. Du darfst eine Sache nicht vergessen. Oldtimer an sich sind geil, aber die Käuferschaft von diesen Autos bricht ja langsam weg. Ah, du meinst halt, dass wir feiern diese Autos so, weil genau. Das halt so ein bisschen irgendwo noch unser Jahrgang ist? Richtig. Du hast Verbindung mit dem Ding. Und jetzt die Vorkriegszeit, die gibt es langsam nicht mehr, ne? Genau. So, das heißt, du hast hier Werte stehen für zig Millionen an Vorkriegsautos und die bricht halt komplett weg. Das heißt, die Autos werden irgendwann wertlos. So ein Ding hättest du auch für 60, 70 kaufen können, ne? Mhm. Übel, ne? 60, 70, ja. Ja gut, man muss aber auch dazu sagen, die Techno-Klassiker, die Leute pokern natürlich schon mit den Preisen irgendwo, ne? Also sind schon astronomische Preise dabei und viele Autos werden aber nicht für dieses Geld verkauft. Das Ding würde auch 500 kosten, ne? GT2 RS? Ja, gehe ich von aus. Der hat sogar einen Clubsport da stehen, ne? Ganz selten. Nein, ganz brutal. Ah, Preis auf Anfrage. Naja, aber der Clubsport ist, glaube ich, noch interessanter, weil das wäre so ein Auto für den Bilsterberg, guck mal. Das wäre doch was für dich, voll Carbon. Alter, krass, ne? Aber ist das echt Carbon? Nee, nee, ich würde auch sagen, das ist tatsächlich Folie komplett. Das ist ja schon fast so ein bisschen affig dann, ne? Ja, ja. Für mich brutales Auto, 997 GT2. Ja. Der schwarze. Ja. Ist, glaube ich, so mit das krasseste, was du fahren kannst. Finde ich halt übelst geil, ne? Du siehst die Dinger nie. Ah, GT2 RS, oder? Hölle. Ja, bei denen war ja vor Facelift GT2, Facelift immer GT2 RS. Mhm. Und halt Biturbo-Heckantrieb, ne? Boah, mit dem Bilsterberg. Die normalen GT2s davon, also nicht die RS, die waren vom Preis her immer noch okay. Also die haben immer so 120 gekostet und da lagen die bei 140 jetzt vielleicht oder so in den Dreh, ne? Ah, okay, den Clubshop meinst du? Ja, das Hölle, guck dir das Auto mal an. Ja, das wäre ein Auto für den Bilsterberg, oder? Krasse Pumpe da hinten drin. Brutales Auto. Echt brutales Auto. Ja, okay, krass. Aber 405, dann sind die auch schon deutlich über Neupreis wieder, ne? Ja, ja, ja. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, STO ist nicht meins. Ist mir zu auffällig. Also ich stehe nicht davor und hype oder so, nee. Und finde das so geil wie, also fahren her und so mit der Haube aufklappen und so, alles keine Frage, ne? Aber ich finde schon, das ist so richtig, die Form an sich ist ja schon ultra krass, ne? Mhm. Und dann so diese Akzente in Farbe und so noch dazu, weiß nicht, ist mir schon Tucken zu. Ich finde sogar hier diesen Dachluftansaugungsding, keine Ahnung, ich finde das Ding, früher hättest du gesagt, das ist ein Riga-Umbau. Ja, genau. Ja, aber alles kommt wieder, ne? Wie man immer sagt. Was irgendwie witzig aussieht, ist, das ist man so gar nicht gewohnt, wenn ein Scheinwerfer weder zum Kotflügel noch zur Stoßstange ein Spaltmaß hat, sondern der wie so von hinten hintergesetzt ist. Ja, ne? Genau. Dadurch, dass er diese Flipfront komplett hat, ne? Ja. Wir gehen mal. Yes. Ich glaube, wir sind hier auch gerade am Eingang, ne? Die hast du hier ganz selten Maserati MC20, ne? Hast du schon mal einen gesehen? Nee. Ja, das ist es eben. Ich auch noch nicht. Das erste Mal hier. Und ich meine eigentlich jetzt schon viel gesehen. Was ich auf der Techno-Klassiker auch immer krass finde, oder Oldtimer-Messen generell, auf jeder andere Messe gibt man den Autos immer so Luft zum Atmen. Ne? Und hier zählt wirklich jedes Auto, was man auf dem Stand drauf kriegt. Wo er das gerade sagt. Ja. Luft zum Atmen. Nein, auch zum Spiegel und überall. Also wirklich, die haben sich das garantiert vorher gezeichnet und Autos zurechtgeschoben, wie sie maximal viele Autos auf diese Flächen bekommen. Ne? Ja gut, das sind halt hier reine Händlerstände, die wollen halt verkaufen. Ne? Finde ich aber persönlich schade, weil, weiß nicht, so ein bisschen, weißt du, du kannst ja hier noch nicht mal vernünftig ums Auto, guck mal, kannst du nicht mal die Tür aufmachen. Hey, 270.000? Ich dachte, der wäre teurer. Ja, hast du mit? Bar? Legen wir zusammen. Ja, Aber MC20 habe ich auch noch nie gesehen. Ja, auch nicht. Aber er ist nicht, gar nicht meine Liga-Baustelle. Nee, so. Aber du denkst halt immer an den MC12, ne? Ja, dieses legendäre Monster-Ding. Ja, hier, ne? Ja. Wer so einen hat, da weißt du gleich, was er noch hat. Ich weiß nicht, ob die Leute das wissen. Wenn man so einen Black Series hat in der Farbkombination, dann weiß man, der Besitzer hat einen AMG One bestellt. Also, da kannst du den nur so kaufen in dieser Serie, wenn du einen AMG One bestellt hast. Ja. Mit dieser Sternlackierung Schwarz-Silber. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, wo wir gerade vor dem STO standen, das ist ja so ungefähr die Liga. So ein bisschen vergleichbar, ne? Ja, ja. Hat, finde ich, Mercedes aber besser gemacht. Ja, ich auch. So, ne? Viel besser. Weil der sieht dazu noch elegant, aber geil getuned aus, so, ne? Hier sieht man,
finde ich, vom Eindruck, dass das ein Hersteller so irgendwie gemacht hat. Ja. Bei Lambo wirkt es halt so selbst getuned. Nein, weil, weiß nicht, da, ich finde, das passt so mit den Akzenten noch so, wie sie gesetzt sind von Verläufen her und so, nicht so einfach, bumm, alles drauf. Mhm. Aber ist halt krass, wenn du den siehst, weißt du halt, was da noch hintersteckt, ne? Der heißt ja auch Black Series P1, gab es ja irgendwie nur... Ich finde bei den GTs ja 275. Ja, ja. Bei den GTs so krass, du sitzt halt eigentlich... Ja. Du sitzt halt mit dem Arsch eigentlich auf der Hinterachse immer, ne? Mhm. Das finde ich, es fällt immer krass auf. Du hast eine sehr lange Front, ne? Ja. Ja, geil. Ja. Also nicht nur Oldtimer hier auf der Techno-Klassiker, sondern auch schon neue Sondermodelle. Ich persönlich zum Beispiel, die GT3 finde den super, ne? Finde den sogar besser als ein RS. Mhm. Der wirkt so ein bisschen understatement. Ich fand das ja beim 911 schon geil. Also selbst beim 911 fand ich den GT3 auch schon richtig schön, elegant, clean und so weiter. Ne? Ich finde auch nach wie vor GT3 in Schwarz mal geil. Also ich wäre nicht einer, der so ein Auto unbedingt in der krassesten Farbe nehmen muss. Weil ich finde, GT3 geht so ein Auto, was halt in jeder Farbe geht. Ne? Ja. Hast du schon dein Highlight-Auto gefunden? Ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt hier einen aussuchen dürfte, von den neueren, wäre es der 907 GT2 RS. Mhm. So wäre für mich. Und ich habe ein absolutes Highlight, der steht aber da hinten in der Ecke. Das ist ein 356 Pre-A mit Geteiltscheibe in All Black. Absoluter Traum, sage ich dir gleich. Aber das Problem ist, da steht irgendwie eine ganz utopische Zahl dran. Ich glaube irgendwie 650 oder so. Wie auch wow. Ja, ja, ganz, ganz verrückt. Wie ist die Messe hier aufgeteilt? Also haben die Hallen, sind das bestimmte Hallen? Sowas wie, ist das hier eine Teilehalle oder ist das eine Händlerhalle? Oder? Nee, nee, also du hast eine Herstellerhalle, zum Beispiel da hinten Brabus, Mercedes und sowas oder die Clubs. Und der Rest ist eigentlich so aufgeteilt. Also das gehört schon hier auch zu einer Herstellerhalle mit Händlerhalle zusammen. Ich sag jetzt einfach mal die gehobenere Halle. Also davon hast du so zwei, drei. Dann hast du die eine Halle, wo du deinen ersten Stand hattest. Das ist dann mehr so Teile verkaufen und sowas. Ein bisschen getrennt ist das schon. Aber das hier ist eigentlich so... Geht aber auch bis hinten zum Atlantic Hotel, die Messe. Ja. Ja, ja. Oh, wird ein langes Video. Ja. Chrome Cars habe ich ehrlich gesagt das erste Mal kennengelernt. Letztes Jahr in München auf diesem Grip-Event. Aber krass. Wo auf einmal diese ganzen Autos herkommen, was sie alle so sammeln und so. Guck mal auf dem ausfahrbaren Trailer. Ja. Auch frisch oder kennt ihr die schon länger? Gibt's nee, schon wir, länger? Haben auch, wir haben auch eine Partnerschaft mit denen. Einfach Chrome Cars sammelt einfach nur exklusive geile Autos. Sowohl Filmautos als auch... Ja, und setzt die auch ein. Also beim Kuni am Stand steht ja das Nigel Mansell 83er Formel 1 Auto und dieser Lotus 94T und den setzen die ein in irgendwelchen historischen Renneserien. Ja, und alleine hier, man sieht es schon am Kennzeichen, Testarossa-Sammlung. Ja, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf Stück. Ja, vor allem auch die seltensten, ne? Testarossa wusste ich auch nicht. Der hat nur einen Spiegel oben an der A-Säule. Das soll wohl was ganz, ganz Seltenes sein. Wird wahrscheinlich auch einer der ersten so sein, ne? Ja, ja, genau. Gab es ganz wenige von und dann wirklich so jede Serie. Und dann auch die Kennzeichen. Also da scheint auch jemand liquide aufs Detail zu achten. Alles durchnummeriert. Und was halt auch einfach auf dieser Messe krass ist, egal welches Auto, ich sehe da hinten zum Beispiel wieder 993 GT2 in die Richtung, ne? Du kannst ja halt die Farbe aussuchen, ne? Ja, ja. Ja, hier Early 911 ist ja dafür bekannt, ne? Also du kannst gefühlt, du gehst hin und kannst nach Baujahr, ich sag mal dein Geburtstag, sagst du, ich hätte gerne ein Auto auch von meinem Geburtstag aus dem Jahr in der Farbe mit der Ausstattung und irgendwie finden die einen oder bauen einen. Krass. Ach, hier steht ein Auto. Ey, den müssen wir uns angucken. Gehen wir nach links. Ferrari Classic, erstmal einen neuen Roma eingestellt. Ja. Aber komm mal mit. Für die Prominenz. Habe ich nie auf dem Schirm gehabt, ne? Fand ich brutal geil. Ja. Das wär was für ein Milzerberg. Ja. Aber jetzt pass auf. Habe ich nie auf dem Schirm gehabt, fand ich aber immer geil. GTR 33. Mhm. Und ich wusste, es gab ein Sondermodell, dieses 400R. Mhm. Auto ist brutal. Dann gucke ich. Oder ich habe bei Google nachgelesen, da wurde einer versteigert für 1,6 Millionen Pfund. Hättest du das gedacht? Ja, kein Scheiß. In Blau. Haben wir schon mal R34, das ist ein ähnliches Phänomen. Mhm. Die Preise von diesen R34 sind ja auch alle wirklich astronomisch. Ja, weit über 100 jetzt auch. So, ne, dafür, dass jeden, mit dem ich rede, den du fragst, wie so ein Auto fährt, gerade wenn sie so ein bisschen getuned sind, fahren die halt nicht geil. Nee.
So, ne? Und dann so viel Geld dafür ausgegeben, ne? Ja, aber so ein 400R, wie gesagt, ist wohl irgendwie... Ja, ich finde es... Also R34 verstehe ich noch, aber das ist noch nicht mal... Ach, finde ich aber auch gut. Also ich mag die GTRs ja sehr gerne, kenne mich halt null damit aus, aber optisch finde ich die einfach brutal. Aber auch so, wie er hier steht? Ja, schon. Finde das gut. Aber 1,6 Millionen? Hier, man weiß auf jeden Fall, wo so... Das Ding? Es wurde einer versteigert in Blau für 1,6. Weiß man auf jeden Fall, wo so ein bisschen dieser JDM-Style herkommt, genau. Weil es sieht ja schon aus wie JDM. Ja, ja. Ne? Ey, überleg mal, das war wohl ein Serienauto, so. Konntest du so kaufen. Ich finde den geiler. NSX? Mhm. Ja, auch gut. Ja, aber wenn ich glaube, eins der ersten Autos mit Hinterachslenkung damals. Kann sein. Ja, ja. Nee. Wenn ich aussuchen dürfte, würde ich den. Was war das? 3 Liter V6 VTEC oder sowas? Ich meine, das ist auch Vierzylinder. Ehrlich? Nee. Doch. Mein Bauchgefühl würde mir sagen, irgendein Vierzylinder, 2,4 Liter oder so in dem Dreh. Wir werden es erfahren. Honda NSX. Bei Honda ist eigentlich bekannt für Vierzylinder. NSX Wikipedia. 3 Liter Motor. Doch, 3 Liter. 3 Liter V6. Ah, scheiße, Selim kennt sich aber besser aus. Nein. Ich weiß, was du meinst. Das war gerade. Es gab die als 3 Liter und 3,2 Liter. Ja. Krass. Weiter geht's. Okay, das Gegenstück von dem MC20, das war ja der Vorgänger, dieser MC12, dieses überbrutale Auto. Ja, aber das Ding sieht natürlich heftig aus, ne? Ja, brutal, das Auto wirklich. Alter. Aber was meinst du? Ich glaube, fahrerisch geht auch nicht mehr als 6 Liter Hubraum, Sauger und 755 PS. Bei 8000 Umdrehungen. Weißt du, was da passiert, wenn du da so bei 6000 reintrittst? Hölle. Ohne Turboloch, ohne alles? Und das Geile ist, Höchstgeschwindigkeit ausreichend. Finde ich gut, sympathisch. Vor allem GT1. Meinst du, wie das Auto auf der Rennstrecke fährt? Hilfe! Wofür ich immer die Leute beneide bei diesen alten Rennfahrzeugen, die sind halt alle gebraucht. Und das ist auch gut so. Ja, ja. Und das ist kein Problem. Ja, die wurden so, selbst wenn da mal eine Schraube anfängt zu rosten, wenn da eine kleine Macke und so weiter ist, ne, da zählt halt wirklich die Nostalgie an so einem Auto. Ne? Historie ist ganz wichtig bei den alten Rennwagen. Hölle-Auto. Ja, Springbok, die kommen bei uns aus Isernhagen. Echt? Ja, ja. Krass. Gleich um Ecke. Haben auch gute Autos, die E24 Rennwagen und sowas. Ja. Geil. Ja, man kann sich halt wirklich tot gucken hier, ne? Das muss man einfach so ehrlich sagen. Die haben sagen. Aber was Seltenes stehen, ne? Ja, die haben recht viele. E9 Alpina ist, CSL Alpina, ist natürlich krass. Wir machen mal ein kleines Rätselspiel hier. Bin mal gespannt, wer als erstes errät. Ihr könnt ja so fair sein, nicht im Internet nachgucken oder so, was das Ding hier kostet. Ja. Ey, niemals gedacht. Nein? Nee. Also ist deutlich teurer, als ich gedacht hätte. Ja. Deutlich. So, vor allem Laufleistung seit Restauration. Das heißt, das ist jetzt ja historienmäßig wahrscheinlich auch keine 1 Plus. So, ne? Mhm. Der wird schon einmal komplett gemacht sein. Ja. Krass. Vor allem als Alpina-Varianten waren die CSL sehr selten. Ja, ja. Also es gab schon wenig CSLs, aber... Und... Ja, weiß nicht. Wahrscheinlich die BMW-Liebhaber werden das mit den Chromverbreiterungen wahrscheinlich irgendwo feiern. Weißt du, die das damals gemacht haben? Die haben gegammelt, dann haben sie das damit immer überdeckt. Früher konntest du die Dinger ja nachkaufen. Ja, ich weiß, die Zeiten gehen noch, aber da sind sie original dran. Ja, ja. Genau. So, und in Chrom original dran. Ja, muss man mögen. Wie gesagt, stell dir mal vor, du hättest jetzt gar keine Ahnung von Autos. Ja. So, und ich erzähl dir, komm, ich zeig dir, ich hab mir ein neues Auto gekauft. Ich sag dir die Summe schon und dann geht die Garage auf. Ja, klar. Dann. Weißt du? Ja, ja. Dann erwartest du was anderes. Da würde man ja fast die nächste Kommastelle verzahnen, so ungefähr. Mhm. Ne? Das ist schon... Nein, das ist nur für Enthusiasten. Das verstehen die normalen nicht. Warum? Also einer, der keine Ahnung von Autos hat, würde nicht verstehen, warum das Auto so teuer ist. Sowas ist auch geil. Das müssen wir einmal zeigen hier. Erstlacktechnik komplett restauriert. Original und Matching. Hat aber was. Ja, aber das muss... Also... Das muss irgendwie so Kalifornien oder so sein. Ja, ja, der Lack ist ja komplett ausgewichen an manchen Stellen, aber weißt steht doch bestimmt drin. Aber eigentlich wiederum, viele gibt es ja, die ihr Auto mit irgendeiner Folie, mit Absicht... So machen. Genau. Ja. Mit Absicht mit einer Folie so machen. Ich meine, weil man wird es niemals so hinkriegen. Aber oh, ist aber ein S. S Targa ist teuer. Ja, 159. 159, S. ne? S ist sowieso immer teuer. Die gab es ja als T, Touring, dann weiß ich gar nicht, was gab es denn noch? T, S und noch irgendwas. Ah, jetzt kommen wir leider, ich kann nicht, gehe ungern in diese Ecke. Ja? Ja, weil hier mein Traumauto steht. Wirklich absolut Nummer 1 Traumauto.
ernsthaft. Aber ich glaube, das wird nichts für dich sein, bin ich fest von überzeugt. Also der hier, soweit ich gehört habe, soll irgendwas an der Million kratzen. 900, 950 oder so. Mhm. Geteiltscheibe, also bedeutet irgendwas zwischen 48 und 52. Mhm. Dann noch Cabrio. Mhm. Aber das Ding ist mein Nummer 1 Auto. Wobei ich 356 auch feier. 356 Pre-A, minimalistisch bis zum geht nicht mehr, all black, außer das bisschen Chrom. Geteiltscheibe, dann haben sie die Drehstäbe ein bisschen runtergedreht, das heißt, der ist ein bisschen tiefer. Auto ist ein absoluter Traum. Ist für mich irgendwie so, das heißt, das wird auch Anfang 50er sein, oder wie? Das ist ein 50er. Weißt du, so, wenn du in den 50er Jahren so ein geiler Typ warst, dann bist du mit so einer Kiste so durch die Gegend gefahren. Ne? Vor allem, das ist das Auto für mich. Das Geile ist, weißt du, warum Geteiltscheibe? Damals konnten die einfach noch nicht diese Scheiben machen mit dem Knick da drin. Aber ist das eine Glasscheibe? Ja, aber sind zwei einzelne. Krass. Vor allem das Geile ist bei den Autos, hier heutzutage, dicke Räder drauf, die Räder so weit draußen wie möglich, hier so schmal und so weit drin, wie es geht, und ist einfach geil. Ich find's geil. Ich feiere das auch. Also ich mag das ja auch mehr, wenn die Räder ein bisschen drinstehen. War ja auch Diskussion E46, weil Max ist auch eher so der Typ, Rad vorne raus, so ein Sturz und so weiter. Ja. Ich find's aber Panne. Ich mag das auch mehr, wenn das Rad da so... Ja, so ein bisschen. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, wäre das mein Nummer 1 Auto. Mhm. Ernsthaft. Was kostet der ungefähr? Ah, ich denke irgendwas zwischen 6,50, 700. Echt? Auch schon so viel? Ja, ja. Ich erinnere mich noch an Zeiten, da haben so 3,56 so richtig gute, so 150 oder so. Ja, aber der ist halt sehr speziell. Ne? Wie gesagt, Pre-A Geteiltscheibe, schwarz-schwarz und ist ein ganz früher, weil die wurden ja nur mit dieser Geteiltscheibe von 48 bis 52, das sind 50er. Wenn du jetzt einen finden würdest, 48 Baujahr, nur wegen diesen zwei Jahren, wird der wahrscheinlich das Doppelte kosten. Und aber bei denen ist echt schwarz-schwarz beliebt. Also ist jetzt nicht so, dass ein Rot teurer wäre. Ja, ist beliebt, ist selten, ne? Schwarz-schwarz. Geil. Ja. Feier ich ja. Welchen? 430. Ja, ich total. So, ne? Ja. 430. Also mein Traum ist immer noch ein roter 430 Scuderia. Ja. So, ne? Und auch genau so flach und schmal, nicht flach und breit. Mhm. Und wirklich so, dass das Ding wie so eine Flunder auf dem Boden liegt, ne? Ja, mega Auto. Das ist, Innenraum kann man drüber streiten, aber weiß nicht, ist irgendwie meins. Ich finde, das ist einfach eine geile Karosserieform. Weißt du warum? Weil wir in unserer Jugend die Autos noch fahren sehen haben. Und ich finde die auch super. Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, wir haben schon wahrscheinlich eine knappe Stunde Material zusammen. Echt? wir sind in der ersten Halle jetzt durch. Wir haben noch so ungefähr 7 Hallen. Also ihr könnt euch auf eine Woche Techno-Klassiker-Videos einstellen. Nein, Spaß. Aber ich würde sagen, das war es auf jeden Fall schon mal von Teil 1 Techno-Klassiker. Im nächsten Teil geht es in der nächsten Halle weiter. Danke fürs Zuschauen. Danke für deine Zeit. Als absoluten Oldtimer-Experten hier. Nein, war mir eine Ehre. Danke auch. Und gleich geht's weiter. Ciao. Ciao.